kann uns ja folgen. Lass mal bremsen. Was für eine Höllenmaschine. So, ich habe euch beobachtet. Captain Fasma, Sie wollten mir auf dem Balloon etwas sagen. Ja, mein Lord, also die Händler waren nicht sehr aufmerksam. Ich habe mit dem Waffenhändler ausgemacht, 2:1 zu tauschen, Munition. Jedoch hat er 1:1 mit mir getauscht. Ich habe nur 1000 reingelegt, die anderen. Nee, 2000 reingelegt für 2000 Teil Munition. Die anderen 2000. Nee. Also genauso haben wir einen Plus. Ja, genauso waren seine Schränke nicht verschlossen, weswegen ich ihm die Waffen mit abgenommen habe. Der Rüstungshändler hat die angekaufte Rüstung nicht mit ins Lager genommen, weswegen ich mir während ihres Boxkampfes auch diese wieder angeeignet habe, plus ein paar Rüstungsteile extra, die noch im Schrank nebendran lagen. Ich habe von einer Kreatur, von diesem kleinen Mini-Hüpfer, ich habe sie näher untersucht und habe eine Kugel mitgenommen, so dass wir sie jetzt auch weiterhin erforschen können. Ich bin sehr stolz auf euch. Vielleicht können wir beim nächsten Mal dem Rüstungshändler dieselbe Rüstung nochmal verkaufen. Gilt es zu versuchen, dann wäre es ein Doppelplus. Nun ja, er wollte die anfänglichen 2 Sith-Rüstungen und 3 Sturmtruppler-Rüstungen nicht bringen. Die Qualität war auch nicht die ich mir erhofft hatte. Wir haben nur 2 Sith, eine Sturmtruppler-Rüstung erhalten. Deswegen dachte ich mir, so kann es nicht schaden. Stimmt. Lorraine, willkommen im Stream. Lorenz. Ich dachte, es wäre weiblich. Sorry. Beim Hanteln Plus gemacht, ein weiterer Sturmtruppler gefunden. Bin zufrieden. Imperium wächst. Ein Sturmtruppler versuche, die Luftmaschine auf dem Gebäude zu landen. Verstanden, mein Lord. Damit dem Fluggerät nichts passiert, eine Beschädigung erleidet. Ist bestimmt nicht leicht, das Ding zu fliegen. Funktioniert das? Ja, mein Lord, es hat funktioniert. Was ist denn hier passiert? Hier wurde ein Mord begangen. Enthauptung. Ziemlich krank aus. Enthauptung. Denke, ich bringe sie mal in ihre... Sie können ein Grab ausheben. Dieser Sturmtruppler wird wohl nicht mehr erwachen. Er wurde enthauptet. Greifen Sie, lassen Sie doch den Kopf los. Ah. Nehmen Sie am Fuß oder an der Hand. Auf jeden Fall, wir müssen einen Friedhof anlegen. Ah.
Unser neuer Sturmtruppler braucht eine Kahüte. Und wie sieht es jetzt mit deiner Rüstung aus? Ich würde sie vielleicht in meiner Ursprungsform nehmen, komplett schwarz. Sind Sie gar kein Koch? Nein, ich bin ein Schattentruppler, mein Lord. Ich habe aber trotzdem Erfahrung mit Kochen. Ein Schattentruppler. Kundschaften in der Nacht aus. Ja, mein Lord. Okay, dann gut, Farbe haben wir jetzt auf dem Luftschiff nicht gekauft. Müssen wir mal schauen, wie wir die herstellen. Wenn nicht, schmeißen Sie Ihre weiße Rüstung einfach in den Kohlehaufen. Die färbt dann schon schwarz. Wir werden schauen, was wir machen können. Haben Sie weitere Kenntnisse außer der Spionage? Ja, habe ich. Das zählt das Schießen. Waffen. Waffenspezialist ist Captain Fasma schon, so hätten wir zwei. Okay. Gut, dann schauen Sie sich mal in unserer Base um. So können Sie sich besser heimisch fühlen, wenn Sie wissen, wo alles liegt. Die werde ich machen. Herstellungskammer ist die Treppe hoch, die erste Tür. Daneben befinden sich die Sturmtruppler-Kahüten, Captain Fasmas Zimmer und ganz oben sind wir Sifs. Angenehmen Aufenthalt. So. Ich denke, die Abdore waren jetzt lang genug Zamme gebunden. Oh, Captain Fasma. Das Tier hat es sich so einfach anlegen lassen? Sehr, einfach sehr hohe Qualität. Warum ist das so aufgebaut? Es hat mich mehrfach in den Dreck gestoßen. Es war wohl nicht so sehr beeindruckt davon, dass ich ihr versuche, das Teil anzulegen. Mein Schüler, du hast deinen Willen nicht richtig aufgezwungen, es rebelliert. Ich werde mich drum kümmern. Meister, was ist mit den beiden verbesserten Rüstungen für uns? Muss Captain Fasma besitzen. Andere Hälfte. Haben Sie eventuell noch meine bessere Rüstung? So, und ihr? Ihr versteht euch jetzt? Gut. Dann probieren wir das doch mal aus mit euch. Mach ich extra. Meint, ich kann jetzt auf. Sättel runter, dass wir euch frei bewegen können. Hm? Klappt? Da. Mit euch. Und nicht wieder beißen gegenseitig. Ja, sehr starke Hinterbeine. Nicht beißen. Alle friedlich miteinander umgehen. So ist fein. Nicht beißen, ich beobachte euch. Was mal? Schauen Sie mal. Jawohl, mein Lord. Will ich bewegen. Scheint zu funktionieren. Ich musste sie erst einmal 5 Stunden aneinander binden, damit sie sich aufgehört haben, sich gegenseitig zu beißen. Aber jetzt scheint es zu harmonieren.
Hi, Ilches. Die neue Kreatur ist sehr interessant, mein Lord. Ich komme gleich zu Ihnen. Ich möchte hier erst Erfolg haben. Funktioniert doch, da kommen richtig Eier. Und sie beißen sich nicht. Ilches, ja. Ja, mein Lord. John Truppler. Ich habe übrigens noch viel Erfahrung mit Tieren. Also dort könnte ich auch eine große Hilfe sein. Kennen Sie sich mit der Aufzucht von kleineren Tieren auf? Ja, das ist meine Spezialität. Ich habe soeben Erfolg bei der Befruchtung. Sie wollen, dass ich diese ausbrüte, mein Lord? In der Obhut des Imperiums, natürlich. Hier ist ein weiteres. Diese werde ich unverzüglich ausbrüten. Mein Lord. Ich dachte schon, ich muss Herrn Sky anhauen und der wollte wieder Ragnarok-Taler für diese Information von diesen kleinen Dinos. Aber so gefällt mir das viel besser. Diesbezüglich mehr Infos holen. War nur nochmal. Eva! Wiederholen Sie es nochmal, Sie sind so leise. Wie weit sind Sie mit dem Fluganzug? Wir sollten uns diesbezüglich Informationen holen. Ja, hier im Funk, ich kann Sie hören. Mein Lord? Herr Sky hat mich angefunkt. Er meinte, es gäbe etwas Interessantes an der Fischerhütte zu entdecken. Gut. Mein Schüler? Meister. Wir haben zurzeit das Kommando in der Basis. Ich und Captain Phasma werden die Basis verlassen. Dann. Captain Phasma, kommen Sie, wir gehen schon mal auf Deck. Wie kommen wir da jetzt noch? Captain Phasma, ich komme nicht ans Luftschiff. Haben Sie Greifhaken dabei? Ein, my lord. Steigen Sie mal aus. Einsteigen, landen. Aussteigen.
sind Sie an Bord? Ja, wo man dort. Viel entspannteres Reisen. Vor allem ungefährlicher erscheint es im Moment. Gut, von dem ersten Ballonfahrer, den wir kennengelernt haben, wissen wir ja, dass die Vögel gefährlich sind. Okay, ich verstehe die Schwierigkeit bei der Steuerung. Ah, das fliegt nicht nur ohne. Lass uns da mal rübergehen. Kriegst du uns da irgendwie trockenen Fußes rüber? Okay, wir schwimmen. Weitsprung! Hi, Grüße! Oh, Sie sind mal nüchtern? Ja, ich hab leider kein Vorrat mehr. Ich hab halt nichts mehr gehabt. Ich hab kein Bier! Ganz geil. Hier, ich hab was von Ihnen eingesammelt. Das war verletzt. Und dich schon wieder abstechen. Wer ist das? Das ist, glaube ich, einer von Ihnen gewesen. Dieser Saboteur, wie der heißt. Er lebt? Nicht wieder zustechen. Sie leben? Sie haben das überlebt? Ja, ich wurde durch den Morast gezogen. Sie habe ich in den Fluss geworfen. Nun, Sie sind mir in die Waffe gelaufen. Sie sind mit einer Waffe in mich gelaufen. Schauen Sie sich die Wunde an. Ganz schön dünn geworden. Ich hab sie so gut versorgt. Der ist immer noch vernäht. Ich sehe da nichts. Aber schön, Sie zurückzuhaben. Oh, bitte dich nochmal abstechen. Verzeihen Sie den Geruch. War das der Morast? Ja, ich sehe es schon. Nun, eine Badevorrichtung haben wir leider noch nicht. Haben Sie? Bei unserer Base. Gerade aus den Kisten jetzt. Naja, wir haben hier vorne ein dickes an Wasser, also da könnten wir auf jeden Fall mal reinschmeißen. Ich finde die Anordnung der Kisten nur sehr inspirierend. Okay. Na, dann schauen Sie sich die beiden. Möchten Sie noch beim Imperium dienen? Ja, Imperator. Ich wieder sterbe. Gut. Dann danke für die Informationsweitergabe von euch. Dies ist kein Problem. Aber ich hätte noch ein Anliegen an Sie. Ich hätte vielleicht eine kleine Mission. Ich brauche nämlich ganz dringend Bier und ich habe nichts mehr da und... Oh. Naja, es trifft gleich die Nacht ein. Es wird schwierig sein, diese Mission jetzt noch zu erfüllen.
Nein, nein, das, ich denke mal, Sie haben ja gesagt gehabt, dass Sie noch längere Zeit brauchen. Können Sie mir sowas herstellen? Zurzeit noch nicht. Geil, ich brauche Bier. Oh mein Gott. Wird mal. Ihr Stall wird angegriffen. Warum wackelt hier eigentlich die ganze Zeit? Ihr Stall wird zertrampelt. Boah, die schon wieder das Vieh. Ach du Scheiße. Weg. Ihre armen was Hühner. Nein. Rettet die Hühner. Herrn Sky, benutzen Sie Ihren kleinen Blaster. Oh, da werden die Hühner einfach gequappt. Captain Fasma, ich habe Ihnen nicht die Schusserlaubnis gegeben. Das ist nicht unsere Basis. Sie haben auch Ihre Rüstung verloren? Wir konnten übrigens das Rebellenlager sehr gut in die Flucht schlagen. Nur sie wurde verfärbt durch Morass. Er hat sie mir nur ausgezogen, um mich zu verarzten. Wir konnten die Rebellen dort vernichten in dem Lager, wo sie gefallen sind. Das ist sehr erfreulich. Des Weiteren konnten wir eine weitere Basis in einer größeren Höhle ebenfalls unter Kontrolle bringen. Gibt es hier jetzt noch etwas? Die Biermission, ja, können wir leider so nicht annehmen. Ja, das. Aber ich glaube, ansonsten sind wir erstmal durch. Wir haben das Handelsschiff besucht. Wo waren Sie? Ah ja, ich war leider verhindert. Ich musste noch etwas. Sie sind nicht zufällig der Ressourcenhändler auf diesem Schiff? Nee, bin ich nicht. Das ist ein Bekannter von mir. Schade. Also Sie besitzen keinen Laden. Aber ich könnte vielleicht mal schauen. Er war wahrscheinlich jetzt zur Zeit nicht da, wie ich hörte. Mhm. Ich werde mal schauen, ob ich einen gesonderten Handel mit ihm organisiere. Genau so, der Astrodruide-Händler und der Mesh-Händler. Da habe ich, glaube ich, mal gehört, dass die wohl vor kurzem vom Schiff gefallen. Aber vom Schiff gefallen? Eieieiei. Tollpatsche, die beiden. Das nennt man also ja, in der Pause. Man könnte auch sagen, dass sie mit Gewalt vom Schiff gefallen sind. Oh, das würde das Waffenverbot erklären. Gut, die Nacht ist eingebrochen. Wir brechen wieder auf. Alles klar, ich würde die doch nicht rein. Möge die Macht mit euch sein. Mit ihr. Da. Ist das geil, wir sehen uns bald. Auf ein neues. Captain Phasma, unseren Saboteur aufnehmen. Wir müssten unsere Communicator wieder erneut verbinden. Der Kontakt ist leider abgebrochen. Gut, ich leite jetzt hier schon mal das Stream-Ende ein. Lass uns das schon mal wissen, dass da jetzt gleich Ende ist. Saboteur, einsteigen. Wir müssten unsere Communicator nochmals erneut verbinden. Der Kontakt ist leider abgebrochen. Saboteur, steigen Sie ein! Bla bla bla, Communicator, bla bla. Wir sind Machtnutzer, das ist schon längst erledigt. Die neue Frequenz ist die 61. Wollte erst in die Luft. Nicht, dass diese Händler das mitbekommen. Schlafen Sie auf dem Flug. Sie müssen ausruhen. So, das war Stream Ende. Ich bringe jetzt jede Woche zweimal in der Woche. Machen wir Live-Erfolg. Ihr könnt doch immer mitmachen.
Ausrufezeichen Server RP. Am besten jetzt noch mache, die Mods schon mal runterlade. Und Samstag, 20 Uhr geht's dann weiter. Und dann wieder Dienstag und so weiter. Wir bleiben jetzt bei dem Rhythmus, mal schauen, ob das besser läuft. Und ja. Wie hoch sind wir? Wir sind in Landeanflug. Hast du dich mit der Landesicht? Aber der Unne in der Kanalinformationen findet er das Sendeplan auch. Also alles gut. Ich bringe jetzt mal Sturmtruppler noch in den Kryoschlaf. Und dann war's das für heute. Wir sehen uns dann Samstag wieder mit Star Wars RP. Haut rein, möge die Macht mit euch sein. Saboteur, was ist los mit Ihnen? Boah, die Fahrt war ein bisschen holprig. Ich musste mich auch erst an dieses Gefährt gewöhnen. Ist nicht gewohnt. Wir leiten. Sturmtruppler, die Tiere müssen noch ins Gehege. Jawohl, mein Lord. Mein Schüler, hilf ihm dabei. Herr Saboteur, Sie brauchen eine Dusche. Die hat sich einiges getan. Aber Ihr Baukonstrukt ist immer noch so verblieben. Wir wollten es als Erinnerung an Sie stehen lassen. Unberührt. Dieses Breitmaul muss erst noch entladen werden, welches Sie gerade haben. Ich kann dieses Jahr weiter. Verstanden. Herr Saboteur, Sie haben doch einen ordentlichen Bizeps. Helfen Sie mal, das Breitmaul hier zu entladen, damit es sofort in den Käfig hinten kann. Damit der Sturmtruppler sofort zurückreiten kann. Mein Schüler, wir gehen in den Kryoschlaf. Nach dem Kryoschlaf erwarte ich dich im Konferenzraum. Ja, Meister. Genauso wie die ganzen Sturmtruppler und Saboteure und Captain Phasma. Nach dem Kryoschlaf im Konferenzraum einfinden. Ich werde den Sturmtruppler Bescheid sagen. Gut. Shadow Trooper. Ja, Captain. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Dankeschön, Captain. Und my Lord, ich konnte die Fische einen Sattel entwenden. Gehen Sie gleich bitte hin. Er scheint wie gemacht für diese Werde ich machen, General. Hochinteressant. Die Leute haben viel zu wenig Aufmerksamkeit für einen einfachen Sturmtruppler, my Lord. Könnten Sie diese Raffinesse auf unserem Schattentrupper weitergeben, ihn darin unterrichten? Er ist eigentlich wie dafür gemacht. In der Dunkelheit kann er sich in Basen reinstellen, ohne gesehen zu werden. Schauen Sie sich das an. Es sieht schon geil aus. Ich werde versuchen, es ihm beizubringen, mein Lord. Gut, jetzt halten erstmal alle den Kryoschlaf ein und nach dem Kryoschlaf finden wir uns im Konferenzraum wieder ein. Möge die Macht mit euch sein. Weggetreten. Verstanden, mein Lord. Wo sind die Betten hin? Sturmtruppler nach oben. Geh in dein Gemach, mein Schüler. Ich wollte den Sturmtruppler noch Bescheid sagen. Keine Betten mehr, da muss ich mich wohl umsehen. Saboteur, die Betten finden Sie jetzt dort hinten. Hinter Ihnen. Ah, wir haben bessere Betten. Das sieht ja lustig aus. Die sind so flauschig. Einen angenehmen Kryoschlaf. Oh, verzeihen Sie. Das hinterste Bett ist noch frei. Gut. Wir konnten einiges umsetzen heute. Wir haben das Händlers Luftschiff gesehen. Captain Phasma konnte das sogar ein bisschen berauben. Wir haben eigentlich gut Plus gemacht auf dem Schiff.
Finde ich eigentlich ganz gut. Wir sind mit Plus quasi rausgegangen, haben ordentlich was können durchhandeln. Wir hatten einen schönen Boxkampf gegen den Schiffskapitän. Ja, wir haben ein gutes Plus gemacht an Coins. Ne? Wir haben ein gutes Plus an Coins. Das ist unser Coinstand. Und das, obwohl wir uns noch ein Luftschiff geleistet haben und Co. Unser Koch konnte uns quasi umsonst mit Fleisch versorgen. Oh, das gilt es noch zu lagern, schnell. Wir haben ein ordentlicher Sattel für unsere neue Kreatur können erhandeln. Ein Luftschiff sind wir gut rauskommen. Ich und meine Schüler haben neue Rüstung. Captain Fasma hat eine neue Rüstung. Ich glaube sogar Blaster jetzt noch können gaunern. Munition haben wir ordentlich was plus gemacht mit der verbesserte Plasma. Also ich finde, es war ein erfolgreicher Tag. Wir haben einen neuen Sturmtruppler, der eine Schatte. Sturmtruppler konnte man aus dem Schiff retten. Und unser Saboteur, der eigentlich ja nicht reparabel verletzt war, scheint doch irgendwie überlebt zu haben und ist zurück. War ein sehr erfolgreicher Tag heute. Meine Sturmtruppler. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Wir sehen uns am Samstag wieder um 20 Uhr. Sendeplan ist unterm Stream zu finden. Der jetzt Inge Hall wird mit diesem Format hier. Haut rein. Möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, meine Sturmtruppler.